Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich heute hier zu diesem Gottesdienst am 13. Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest. Ganz besonders begrüßen wir heute die Familie Busch, die hier gekommen ist, um ihre Hanna taufen zu lassen, mit all ihren Angehörigen, den Paten und Freunden herzlich willkommen. In diesem Gottesdienst wirken mit an der Orgel musiziert Christian Heun. Herzlichen Dank, nicht nur an der Orgel, sondern auch an der Gitarre, da es heute auch neuere Lieder gibt und das ist eine sehr schöne Mischung. Und herzlichen Dank auch Frau Schöberl, sie wird mithelfen bei der Lesung und da freuen wir uns schon sehr drauf. Mein Name ist Pfarrer Eberhard Hoppe. Der Wochenspruch für den 13. Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest steht im Matthäusevangelium Kapitel 25, Vers 40 und dort heißt es, Christus spricht, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Lassen Sie uns ein erstes gemeinsames Lied miteinander singen aus dem evangelischen Gesangbuch, die Nummer 610, die Verse 1 bis 4. Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer. Liebe Gemeinde, ich bitte Sie, aus dem evangelischen Gesangbuch die Nummer 744 aufzuschlagen oder hier von der Leinwand den Psalm 111 zu lesen. Ich bitte die Gemeinde, die eingerückten Verse zu beten. Ich bete die vorgerückten Verse. Halleluja! Ich danke dem Herrn von ganzem Herzen im Rate der Frommen und in der Gemeinde. Groß sind die Werke des Herrn. Wer sie erforscht, er hat Freude daran. Was er tut, das ist herrlich und prächtig, und seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, der gnädige und barmherzige Herr.
Er gibt Speise denen, die ihn fürchten. Er gedenkt auf ewig an seinen Bund. Die Werke seiner Hände sind Wahrheit und Recht. Alle seine Ordnungen sind beständig. Sie stehen fest für immer und ewig. Sie sind recht und verlässlich. Er sendet eine Erlösung seinem Volk. Er verheißt, dass sein Bund ewig bleiben soll. Heilig und hehr ist sein Name. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Kommt und lasst uns den dreieinigen Gott anbeten. Wir dürfen also wissen, dass wir ein Eigentum Gottes sind. Deshalb nimmt uns auch Christus an. Damit macht er deutlich, dass es nicht unsere Kraft ist, die die Annahme Gottes Reich erzwingen lässt. Alle Menschen sind auf die Gnade und die Barmherzigkeit Gottes angewiesen. Jesus Christus spricht: Lasset die Kinder zu mir kommen und hindert sie nicht daran. Denn Menschen wie ihnen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Liebe Gemeinde, in diesem Gottesdienst soll Hannah Busch getauft werden. Wir tun dies, weil Jesus Christus uns dazu den Auftrag erteilt hat. Das lesen wir im Matthäusevangelium im 28. Kapitel. Und nun darf ich Frau Schöber bitten, vorzukommen und diesen Abschnitt aus der Bibel vorzulesen. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und lehret alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir sind auch heute wieder hier zu diesem Gottesdienst zusammengekommen, weil wir von dir Zuspruch und Segen erwarten. Du hast verheißen, dass da, wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, du mitten dabei sein wirst. Deshalb bitten wir dich nun, segne du doch dieses Kind, das wir heute auf deinen Namen taufen wollen. Nimm es doch bitte auf in deine Gemeinde. Schenke du ihm deinen Heiligen Geist als Helfer und Begleiter auf seinem Lebensweg. Lass es den rechten Weg zu dir finden. Darum bitten wir dich. Amen. Sie, liebe Familie Busch, haben sich für Hannah und diesen Taufgottesdienst einen Vers aus dem Psalm 139, den 5. Vers, ausgewählt. Dort lesen wir: Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Du hast mich einzigartig und wunderbar gemacht. Ich bin für dich etwas ganz Besonderes. Liebe Familie Busch, Sie haben sich diesen Vers ausgewählt, um Ihrer Tochter Hannah etwas mitzugeben. Ein Wunsch ist es sozusagen. Denn dieser Psalmvers ist von dem Psalmisten komponiert worden als ein persönliches Bekenntnis. Dazu ist Hannah noch gar nicht in der Lage. Und trotzdem geben Sie diesen Vers Hannah mit. Ein Bekenntnis, das offensichtlich dazu führen soll, dass sie irgendwann das mal von sich aus auch sagen kann und diese Erfahrung machen darf.
Da hören wir ein erstes daraus: Von allen Seiten umgibst du mich. Was hat der Psalmist nicht für eine wunderbare Erfahrung gemacht, dass in dick und dünn, in schweren Tagen wie in guten Tagen, Gott an seiner Seite war. Und das ist ein wunderbarer Wunsch, den wir heute Hannah mitgeben, dass sie immer wieder spüren möge, dass Gott sie begleitet, dass er da ist, auch wenn wir ihn manchmal gar nicht sehen oder schon gar nicht spüren, dass er aber ganz gewiss seine schützende Hand über sie hält. Und damit sind wir schon beim zweiten. Du hältst deine Hand über mir. Das ist sowas wie ein Regenschirm. Da kann passieren, was will, ob die Sonne sticht, ob der Regen runterprasselt. Es darf ein Schutz sein, ein Schirm, Bewahrung vor manchen Anfeindungen, Bewahrung von Situationen, in denen es ein bisschen enger wird oder auch Schwierigkeiten bringt, Bewahrung zu guten Taten hin. Das nennt man im Volksmund einfach Glück. Das ist es, was wir ihr wünschen. Du hältst deine Hand über mir. Mag kommen, was da will, dass sie dieses Glück empfindet, nicht alleine zu sein, sondern unter seinem Schutz besonders bewahrt zu sein. Und ein drittes: Du hast mich einzigartig und wunderbar gemacht. Ja, wenn wir fragen, wie geht's dir, dann kommt meist eine ganze Litanei von Dingen. Ach, frag nicht, da ist ja das Nerv und die Gallenkolik und dieses und jenes. Wir sind da immer ganz genial und gut im Aufzählen von allem, was nicht klappt. Der Psalmist macht eine andere Erfahrung. Du hast mich einzigartig und wunderbar gemacht. Das sind so viele Dinge, die klappen wie von selbst. Und wenn man so ein kleines Baby sich anschaut, wir haben selber das Privileg in unserer Familie, dass ich ein Enkelkind haben darf, das gerade 14 Monate alt ist. Seit über einem Jahr erleben wir, dass jede Woche dieses Kind ein bisschen was mehr kann. Und das kommt ganz von alleine. Ist das nicht einzigartig, dass ein Kind so kleine Finger hat, dass es sich bewegen kann, dass die Augen sehr wohl etwas sehen, dass ein erstes Grinsen auf dem Gesicht liegt, dass Kommunikation möglich ist, dass die Kinder noch lange nicht reden können, aber schon ziemlich genau wissen, was sie wollen. Das ist doch genial. Und wenn man meint, ein Kind sei noch so klein und hilfsbedürftig, ja, das ist es auch, aber wenn man es genau wissen will, ein Kind dominiert die ganze Familie. Wir dachten früher mal so schön, wenn wir zusammen sind, meine Frau und ich, dann teilen wir uns die Zeit durch zwei. Ist doch logisch. Kommt ein Baby dazu, teilen wir sie durch drei. Weit gefehlt. Die Mathematik geht an dem Punkt nicht. Drei Viertel der Zeit gehörte dem Kind, ob wir wollten oder nicht. Das hat sich einfach bemerkbar gemacht und das fordert sich die Zeit raus. Und es ist ja auch gut, weil unsere Mathematik eben vom Kopf gesteuert ist, aber nicht unbedingt von der Einzigartigkeit eines solchen wunderbaren Babys. Gaben und Talente, Entwicklung und Wachsen, eine einzigartige Sache. Wunderbar, wenn man nicht nur Krankheiten aufzählen kann und was nicht klappt, sondern wenn man mal den Blick gewinnt und Gott Danke sagen kann für das, was alles sich wunderbar entwickelt. Und ein viertes und letztes, was in diesem Psalm 139, Vers 5 drin steckt: Ich bin für dich etwas ganz Besonderes. Das bekennt der Psalmist zu Gott. Er hat die Erfahrung gemacht, dass wir nicht eine 0815 sind, so von der Kleiderstange einer egal wie der andere und ob einer fehlt oder nicht, spielt keine Rolle, sondern jeder ist ein Unikat. Jeder ist ganz individuell geschaffen. Jeder ist von Gott geliebt, ein wertvoller Schatz. Und Gott interessiert sich für jeden Einzelnen. Das zu entdecken, ist eine wunderbare Gegebenheit. Und das heißt, dass man an dieser Stelle sehen darf, was wir für einen wunderbaren Gott haben. Ein Gott, dem wir nicht egal sind, sondern der ein Auge auf uns wirft, im wahrsten Sinne des Wortes, der uns begleitet, der uns nicht alleine lässt. Und so wünschen wir der Hannah, dass sie diese Erfahrung macht.
Und dass irgendwann einmal dieser Psalm 139, Vers 5 nicht nur für Sie ein Wort ist, das ihr heute mitgegeben wurde, sondern dass sie das von sich selber sagen kann. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Du hast mich einzigartig und wunderbar gemacht. Ich bin für dich etwas ganz Besonderes. Amen. Lassen Sie uns gemeinsam das Lied aus dem EG Plus, dem blauen Heftchen, singen, Nummer 60, 1 bis 3, Vergiss es nie. Liebe Gemeinde, lassen Sie uns nun miteinander unseren christlichen Glauben bekennen mit den Worten der apostolischen Väter. Wir erheben uns dazu. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Die Gemeinde wird gebeten, wieder Platz zu nehmen. Eltern und Paten bleiben bitte aber noch stehen. Liebe Eltern und Paten, wir haben zusammen das Glaubensbekenntnis gesprochen, das Bekenntnis zu Gott, dem Vater, der uns geschaffen hat, zu Gott, dem Sohn, der uns die Liebe des Vaters offenbart hat, und zu Gott, dem Heiligen Geist, der uns den Glauben und die Liebe schenkt. Ich frage euch nun, wollt ihr, dass dieses Kind auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft wird? So antwortet ja. Wollt ihr auch nach Kräften dafür sorgen, dass dieses Kind unter dem Evangelium von Jesus Christus heranwächst, und versprecht ihr, dass ihr es in Gottes Wort unterweisen werdet? So antwortet ja mit Gottes Hilfe. So kommt nun vor und bringt das Kind zur Taufe. Hanna Paulina Busch, ich taufe dich auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der allmächtige Gott und Vater, der dich in der heiligen Taufe durch den Glauben zu seinem Kinde angenommen hat, wolle dich auch bewahren im rechten Glauben zum ewigen Leben. Amen. Ich darf nun diejenigen bitten, die das Segensgebet sprechen wollten, vorzukommen und dies nun vorzutragen. Gott segne deine Hände und alles, was du mit ihnen vollbringst, damit sie zart und behutsam sind, dass sie helfen, trösten und segnen. Gott segne deine Augen, damit sie das Schöne in der Welt sehen, die kleinen Käfer und Blumen und Brotkrümel, dass alle Menschen sich freuen, wenn du sie anschaust und anlächelst. Gott segne deine Ohren, damit sie hellhörig sind, wenn jemand um Hilfe ruft und dich braucht, dass du gut zuhören kannst, wenn dir andere etwas Wichtiges erzählen wollen. Gott segne deinen Mund, damit er froh grüßen, freundliche und liebe Worte sagen kann, wem immer du begegnest, dass er aufrichtige und heilende Worte ausspricht, wenn andere bei dir Trost suchen. Gott segne deine Nase, damit du den Duft der Blumen, des Brotes und aller anderen guten Dinge riechst, dass du dich daran freuen und stärken und andere Menschen darauf aufmerksam machen kannst. Gott segne dein Herz, damit es hart und unverletzbar wird wie ein Stein, wenn jemand dich beleidigen und verletzen will, dass es vor Freude springt, wenn du lieben Menschen, Pflanzen und Tieren begegnest. Gott segne dich ganz und gar, mit Haut und Haar, so wie du bist. Deine behutsamen Hände, deine lebendigen Augen, deine hellhörigen Ohren, deinen lachenden Mund, deine wachsame Spürnase, dein warmes Herz, heute und alle Tage. Amen. Nun empfangt den Segen als Familie. Gott, der Herr, segne euch mitsamt eurem Kinde. Er behüte und bewahre euch im rechten Glauben und segne euch auf eurem Lebensweg. Der Herr sei euer Friede. Amen. Liebe Eltern und Paten, auch heute wollen wir diesem Kind eine Taufkerze weitergeben. Diese Kerze, die wir hier vorne haben, entzünden wir zur Taufe von Hanna und Paulina, weil Gott der Herr gesagt hat durch Jesus Christus, ich bin das Licht der Welt. Und so soll diese Kerze uns daran erinnern, dass Jesus Christus mitgeht in das Haus, wo Paulina und
Hanna leben, wo Hanna Paulina mit ihren Eltern einen Lebensweg geht und wo Gott der Herr sie begleitet. Dazu erbitten wir Gottes Segen. Und wenn Sie jedes Jahr zum Tauftag diese Kerze anzünden, dann werden Sie sich immer an diesen heutigen Tag erinnern und die Zusage Gottes. Das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen. Amen. Liebe Gemeinde, lassen Sie uns das nächste Lied miteinander singen. Es ist das Liednummer aus dem EG Plus 66, 1 bis 3. Das wünsche ich dir, Raum zu träumen, einen Traum für morgen und den Mut, ihn heute schon zu leben. Auch das singen wir wieder mit Gitarre. Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir hören den Predigtext, wie er heute für diesen 13. Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest ausgewählt ist, aus dem dritten Buch Mose, Kapitel 19. Das ist das große Kapitel, das man auch das Heiligkeitsgesetz des Mose bezeichnet. Die Verse 1 bis 3, 13 bis 18 und 33 bis 34. Sie sehen also, es ist eine Auswahl aus den vielen Paragraphen
die in diesem Heiligkeitsgesetz aufgelistet sind. Wir lesen dort: Und der Herr redete mit Mose und sprach: Rede mit der ganzen Gemeinde der Israeliten und sprich zu ihnen: Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Ein jeder fürchte seine Mutter und seinen Vater, haltet meine Feiertage, ich bin der Herr, euer Gott. Du sollst deinen Nächsten nicht bedrücken noch berauben. Es soll der Tageslöhners Lohn nicht bei dir bleiben bis zum Morgen. Du sollst dem Tauben nicht fluchen und sollst vor den Blinden kein Hindernis legen, denn du sollst dich vor deinem Gott fürchten. Ich bin der Herr. Du sollst nicht Unrecht handeln im Gericht. Du sollst den Geringen nicht vorziehen, aber auch den Großen nicht begünstigen, sondern du sollst deinen Nächsten Recht richten. Du sollst nicht als Verleumder umhergehen unter deinem Volk. Du sollst auch nicht auftreten gegen deines Nächsten Leben. Ich bin der Herr. Du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen, sondern du sollst deinen Nächsten zurechtweisen, damit du nicht seinetwegen Schuld auf dich lädst. Du sollst dich nicht rächen, noch Zorn bewahren gegen die Kinder deines Volkes. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Wenn ein Fremdling bei euch wohnt in eurem Lande, den sollt ihr nicht bedrücken. Er soll bei euch wohnen wie ein Einheimischer unter euch, und du sollst ihn lieben wie dich selbst. Denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen in Ägyptenland. Ich bin der Herr, euer Gott. Soweit aus 3. Mose 19 die Regeln des Heiligkeitsgesetzes. Und nun, himmlischer Vater, bitten wir um deinen guten Heiligen Geist. Öffne du uns doch bitte nicht nur den Verstand, sondern auch das Herz, dass wir recht aufnehmen, was du uns zu sagen hast, und schenke mir die Freude, dein Evangelium zu verkündigen. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder in unserem Herrn Jesus Christus, dieses Heiligkeitsgesetz des Mose hat es in sich. Ist das denn nötig, so viele Paragraphen aufzusetzen? Reichen nicht die 10 Gebote, die Gott schon gegeben hat? Muss denn so viel noch extra beachtet werden? Nun ja, ich will ganz vorsichtig sein und ehrlich bleiben. Wir in Deutschland dürfen uns da gar nicht so weit raushängen, denn wir haben immerhin 87.500 Paragraphen, die zurzeit bei uns gelten. 87.500. Zugegebenermaßen, niemand kennt mehr alle Gesetze. Viel zu viel, kann man gar nicht wissen. Braucht man Fachanwälte und Spezialgerichte und, und. Also, wir kommen noch nicht einmal mit dem Heiligkeitsgesetz des Mose zurecht, weil das viel zu wenig ist. Wir haben noch mehr Regelungen gefunden. Aber diese vielen Regelungen, was machen die eigentlich? Ist das nicht so am Ende ein Riesenkatalog mit Regelungen, die dazu führen, dass es so etwas wie einen Ehrenkodex gibt? Wer das alles einhält, gut ab, Chapeau, das ist doch schon mal was. Oder ist das ein Knicke der Frömmigkeit, so könnte man es ja auch sagen? Wer besonders diese Paragraphen einhält, darf sich fromm nennen. Die Benimmregeln für das Feinste, Clubmitgliedschaft bei den Frommen oder ähnliches mehr. Aber es könnte auch ganz schnell die Gegenfrage gestellt werden. Was um alles in der Welt muss ich denn noch machen, um halbwegs christlich genannt werden zu dürfen? Was muss man denn alles erfüllen, um heilig zu sein? Und wen wundert es, dass dann zwischen heilig und scheinheilig oft kein sehr großer Unterschied mehr ist, weil man so tut wie wenn, aber eigentlich nicht so recht zurechtkommt damit. Ist der Glaube an Gott ein Frömmigkeitskatalog zum Abhaken? Können wir sowas wie eine Excel-Tabelle machen mit einer Spalte, wo dann die Häkchen reinkommen und können sagen, heute sind wir aber besonders fromm? Ist das die Absicht? So etwa dachten die Pharisäer und Schriftgelehrten zur Zeit von Jesus, die diese Gebote, diese Anweisungen des Mose sehr ernst nahmen und exakt ausgeübt haben. Und da war dann doch ganz logisch, heute waren sie besonders fromm, wenn sie das berücksichtigt haben. So wie bei den Pfadfindern wir gelernt haben, es sich gehört, eine gute Tat am Tag.
Wenn man die Oma über die Straße gebracht hatte, konnte man den Haken dahinter machen, auch wenn die Oma gar nicht auf die andere Seite wollte. Aber das war ja ihr Problem. Hauptsache, ich hatte meine gute Tat getan. Ja, so etwa kann man sich das vorstellen. Ist das die Absicht Gottes? Nein, ich muss Sie enttäuschen. Es ist nicht die Absicht Gottes, sondern Gott hat eine ganz, ganz andere Absicht. Gott möchte dieses Heiligkeitsgesetz nicht als Pflichtenkatalog, sondern als eine Chance, unserem Leben Freiheit und Qualität zu geben. Und deshalb ein erster Gedanke: In diesem Heiligkeitsgesetz ist ja nicht die Rede, dass Mose das alles erlassen hat, sondern Mose hat gesammelt, was Gott gesagt hat. Ich bin der Herr, ich bin heilig, spricht Gott der Herr. So heißt es ja in dem Text. Das heißt, wir müssen uns als erstes deutlich machen, diese ganzen Regeln kommen von Gott selber. Er ist Jahwe, der Schöpfergott. Er ist derjenige, der das Leben geschaffen hat. Er ist derjenige, der die Menschen geschaffen hat. Er ist derjenige, der sein Volk herausgewählt hat. Er ist derjenige, der die Gemeinde gegründet hat. Und er ist derjenige, der auch heute noch unser Herr ist. Das heißt, wir müssen gar nichts tun, um dazu zu gehören. Wir gehören schon dazu. Das ist die große Zusage Gottes. Gott hat euch erwählt. Und heute in der Taufe haben wir es deutlich wieder gemacht. Gott hat dieses Leben geschaffen, aber heute sagt er, du gehörst ganz besonders zu mir. Du bist ein Eigentum von mir. Du gehörst mit in die Gemeinde und du darfst dabei sein. Und deshalb hat Gott schon alles getan. Gott hat in seinem Geist uns schon alles geschenkt. Gott hat in Christus uns die Schuld schon vergeben. Der Sieg ist errungen. Wir stehen schon auf der Siegerseite, da müssen wir gar nichts mehr tun. Gott hat alles getan, um uns zu Mitgliedern seiner Gemeinde zu machen. Ja, und jetzt stellt sich doch die Frage, und warum brauchen wir dann überhaupt noch solchen Katalog? Warum müssen wir das dann noch tun? Und damit ein zweiter Gedanke. Es geht gar nicht um das Handeln, es geht nicht darum, dass wir Sachen abhaken sollen, sondern es geht um Beziehungen. Wir sind nicht gut, weil wir Leistung bringen. Wir sind nicht gut, weil wir auf der Karriereleiter ganz oben stehen. In Amerika hat es mich sehr gewundert, wenn man jemanden fragt, wie er sich selber definiert, sagt er als erstes seinen Namen, als zweites, wie alt er ist und als drittes, was er verdient. Das ist schon sehr verwunderlich. Bei uns ist das so ein Tabuthema. Was einer verdient, das darf niemand wissen. Ja? Nicht mal in der gleichen Firma. Weil nicht alle, die das Gleiche tun, das Gleiche bekommen. Ah, das gibt es in Amerika überhaupt nicht. Da steht die Gehaltsgruppe am Türschild mit dran. Da weiß man ganz genau, Topmanager, der kriegt halt ein bisschen mehr wie die Sekretärin. Aber das steht da, das für jedermann ersichtlich. Nein, es geht nicht darum, Dinge zu sammeln. Es geht nicht darum, das alles so zu machen, wie wir das gerne als Leistung sehen würden, sondern bei Gott geht es um die Beziehung, die intakt sein soll. Das ist was ganz anderes. Und deshalb fragt auch der Pharisäer in der Geschichte vom barmherzigen Samariter, was denn das wichtigste Gebot ist. Als Jesus ihn fragt, was ist das Wichtigste? Und das Wichtigste ist, dass dieses Gebot eingehalten wird. Und das wichtigste Gebot kommt aus diesem Heiligkeitsgesetz. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und dazu hat der Pharisäer damals noch aus dem Glaubensbekenntnis des Judentums, dem Schema Israel, einen Satz herausgenommen, nämlich du sollst Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen. Und dann kommt der zweite Satz, und deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn Sie jetzt mal genau hinschauen und drehen das um, haben Sie ein großes Dreieck. Ich, der Nächste und Gott. Und genau davon spricht Gott. Wenn die Beziehung zwischen mir und Gott in Ordnung ist, dann komme ich auch mit meinem Nächsten besser zurecht und übrigens auch mit mir selber. Das ist genau das. Dann kann ich entdecken, was Gott mir für Gaben und Talente gegeben hat und sagen, ach, guck mal, was der Nachbar alles kann und ich nicht. Der hat einen grünen Daumen und bei mir verwelkt alles. Der kann sich einen dicken Benz leisten und ich nur einen kleinen VW-Käfer.
Das sind alles menschliche Gedanken. Aber da will Gott gar nicht drauf. Die Beziehung ist das Entscheidende. Also, wenn ich mit Gott im Reinen bin, mit dem Nächsten zurechtkomme und ein Ja zu mir finde, dann spricht die Bibel von einer Integrität in Gott und die nennt man im Alten Testament Shalom, Frieden. Dann bin ich in meinem Leben zufrieden. Dann ist da eine Ruhe, eine Gelassenheit drin, wo ich dem anderen etwas gönnen kann, wenn er mehr hat. Und wo ich nicht selber neidisch bin, weil ich weniger habe, weil ich an anderer Stelle vielleicht mehr habe, wo der andere nicht hat. Das ist ja genau das Entscheidende. Gott hat alles schon in unser Leben hineingetan, um die Beziehungen in Ordnung zu bringen. Und deshalb ist die Sache, wie kannst du es hinbekommen, dass dieses große Dreieck gepflegt wird und nicht das Sammeln von Gegenständen oder von Sachen. Das Doppelgebot der Liebe ist das Entscheidende, was Gott in dieses Heiligkeitsgesetz hineingesetzt hat. Du sollst Gott, den Herrn, über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen und deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und damit sind wir beim dritten Gedanken zu diesem Heiligkeitsgesetz. Das ist nämlich ein neuer Lebensstil. Erweise dich als Nächster. Der barmherzige Samariter war ja von Jesus erzählt worden, als der Schriftgelehrte fragte, wer ist denn eigentlich mein Nächster? So nach dem Motto, wie soll ich denn entscheiden, wer mein Nächster ist, wo ich helfe und wo ich die Hilfe versage? Und Jesus erzählt die Geschichte von dem Pharisäer, von dem Priester, der vom Tempel nach Hause geht, von dem Levit, dem Küster, der nach Hause geht und die an dem unter die Räuber gefallenen achtlos vorbeigehen. Ein Geschäftsmann, der auf der Durchreise war, ein Samariter, ein Verhasster, der hält an und hilft dem unter die Räuber gefallenen. Übrigens in genialer Weise noch genauso wie heute. Anhalten, hingehen, Kontakt aufnehmen, Wunddiagnose betreiben, erste Therapie, Verband anlegen, anschließend auf einen Transport vorbereiten, zugegebenermaßen auf einem Esel, damals war es nicht ganz so komfortabel wie heute, in einem Rotkreuzwagen, und dann in eine Herberge bringen und dort stationär pflegen, bis er wieder kann. Mustergültig machen wir bis heute. Das hat er alles gemacht, dieser Samariter. Und am Ende fragt Jesus nicht, wer ist mein Nächster, sondern er fragt, wer ist dem zum Nächsten geworden, der unter die Räuber gefallen ist. Er dreht die Sache rum. Er fragt von der anderen Seite her und fragt ganz bewusst, was ist eigentlich das, was du tust, um dich als Nächster zu erweisen? Wie sieht deine Beziehung zum Nächsten aus? Was kannst du damit einbringen an Heiligkeit von Gott her? Martin Buber hat etwa vor 100 Jahren deshalb im Alten Testament noch einmal neu das übersetzt in die deutsche Sprache und ist dabei an diesem Heiligkeitsgesetz hängen geblieben und hat gesagt, ihr habt im Deutschen ein Problem. Wenn es hier heißt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dann macht ihr den Nächsten im Akkusativ, im vierten Fall, zum Objekt. Wen oder was liebt ihr den Nächsten? Und dann habt ihr das Problem, der wird gar nicht gefragt. Das macht ihr einfach, weil der das so anzunehmen hat. Hoffentlich. Ja, ansonsten ist das wie bei der älteren Dame über die Straße zu führen. Ja, das ist eine wunderbare Beschreibung des Helfersyndroms. Wir bestimmen, was gemacht wird. Aber im Hebräischen steht da was ganz anderes. Da steht ein Dativ, ein dritter Fall. Und das heißt im Hebräischen eine Beziehung auf Augenhöhe. Und deshalb schlägt Martin Buber vor, an dieser Stelle anders zu übersetzen. Nicht liebe deinen Nächsten wie dich selbst, sondern lebe deinem Nächsten zuliebe. Lebe deinem Nächsten zuliebe. Frage einfach, was tut ihm gut? Was braucht er? Und dann erweist du dich als Nächster, indem du das tust. Was legt Gott dir vor die Füße? Wo kannst du helfen? Wo kannst du deine Gaben und Talente einbringen? Und damit wirst du schon heilig sein, weil du schon heilig bist. Du handelst so, wie Gott es uns möglich macht. Und damit bin ich beim vierten und letzten Gedanke zu diesem Predigttext. Handeln, weil wir den Sieg schon in der Tasche haben.
Das ist das Schöne, wir müssen den Heiligkeitskatalog gar nicht abhaken und erfüllen. Wir müssen das alles gar nicht tun, sondern Gott beauftragt, Jesus beruft und wir gehen und tun einfach unseren Alltag. Und mitten im Alltag hin und wieder zu fragen, wie würde denn Jesus das sehen? Was würde er jetzt tun? Das wird uns zu einem heiligen Menschen machen. Dann spürt man, dass wir nicht irdisch nach Erfolg und nach äußeren Dingen schauen, sondern dass wir gucken, was dem anderen gut tut. Dann merken wir plötzlich, dass wir uns als heilig erweisen. Man spürt uns hoffentlich dann den Geist ab, der uns treibt, dass wir nicht nach egoistischen Prinzipien unseren Vorteil suchen, sondern dass wir auch gerne einmal auf andere zugehen und ihnen etwas gönnen. In Christus kriegen wir damit den Frieden Gottes. In seinem Heiligen Geist können wir gelassener sein, weil wir wissen, wir sind doch schon auf der Seite des Siegers. Wir haben doch schon alles in Christus. Und diese Gewissheit, die darf uns stärken. Und wenn wir dann noch einmal auf diesen Predigttext schauen, dann merken wir plötzlich, genau so wollte das Mose eigentlich weitergeben. Genau das war ihm wichtig. Wenn es hier heißt, du sollst deinen Nächsten nicht bedrücken noch berauben. Schau nicht, Sachen wegzukriegen, sondern schau, dass du eine gute Beziehung zum Nächsten hast. Es soll des Tageslöhner Lohn nicht bei dir bleiben bis zum Morgen. Wenn ein Tagelöhner seine Arbeit gemacht hat, kriegt er abends mit Feierabend seinen Lohn ausgezahlt. Wenn du den über Nacht aufhebst, kommst du vielleicht noch auf dumme Gedanken, was du mit dem Geld machen könntest. Oder machst noch ein paar Geschäfte zwischendrin auf fremder Leute Darlehen. Das soll nicht sein. Du sollst da aufrichtig und ehrlich bleiben. Einem Tauben sollst du nicht fluchen. Gut, wenn einer nicht hinhört, hinterm Rücken irgendwas zu erzählen, fördert nicht die Beziehung. Und einem Blinden sollst du kein Hindernis in den Weg legen. Sowas würde man schlicht und ergreifend als Gemeinheit bezeichnen. Ja? Das ist genau das, was man nicht tun soll. Bei Gericht soll man nicht den Begünstigten, der klein ist, aber auch nicht den Großen begünstigen, sondern man soll um der Sache willen gerecht sein. Das ist das Entscheidende. Du sollst den Bruder nicht hassen in deinem Herzen, sondern wir sollen das ansprechen, was uns schwierig ist, und es ausräumen. Und so können wir alle Dinge der Reihe nach durchgehen. Es geht immer wieder um die Beziehung, die Gott in unser Leben hineinlegen möchte. Und so wünsche ich Ihnen im Nachdenken darüber, dass wir nicht überlegen, was muss ich noch alles tun, sondern dass wir überlegen, was darf ich einfach von Gott her mitten in meinem Alltag umsetzen. Und das ist manchmal gar nicht so viel. Es ist einfach nur die Frage, gebe ich mir Mühe, das von Gott her leiten zu lassen, oder mache ich das, wie es mir gerade ist. Und wenn es mir gerade nicht ist, dann wird es halt auch nichts. Und das ist dann die andere Seite. Ich habe vor einiger Zeit bei einer Behörde etwas zu erledigen gehabt. Ich bin an ein Büro gegangen, habe geklopft und da hieß es, herein! Oh, dachte ich, ein strammer Ton. Ging hinein und dann sagte ich mein Anliegen, da sagte, können Sie nicht lesen? Sie haben gar nicht den Buchstaben, für den ich zuständig bin. Oh, habe ich seine Entschuldigung, Buchstaben habe ich gar keine gesehen, dass man die haben muss. Aber ich gehe schon wieder. Also habe ich mich zu dem Buchstaben begeben, wo ich zuständig war für. Und dort klopfte ich und da hieß es, herein. Und dann sagte ich, oh, guten Tag. Ich hätte das und das Anliegen. Sagt, ach, kommen Sie her, da müssen Sie ein Formular ausfüllen. Ich mache das gerade für Sie. Da sage ich, ah, im Zimmer, zwei Türen weiter. War es aber ein ganz anderer Ton. Da fing er schallend an zu lachen und sagt, das ist der Kollege, dem ist immer eine Laus über die Leber gelaufen. Sehen Sie, das ist genau das Problem. Die Laus über die Leber, das Finanzamt über die Brieftasche und was wir so alles an Sprüchen haben. Das ist aber nicht das, was die Beziehung fördert, sondern einfach den Job, den man macht, gut machen, von Herzen machen, die Beziehung fördern. Das ist das, wozu Gott uns einlädt. Und dazu wünsche ich Ihnen ein gutes Nachdenken. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Lassen Sie uns gemeinsam singen aus dem evangelischen Gesangbuch 621, die Verse 1 bis 3, ins Wasser fällt ein Stein.
lasst uns füreinander und miteinander beten. Wir erheben uns dazu. Ich darf die Familienmitglieder bitten, die das Gebet sprechen wollen, mit vorzukommen. Wir bitten dich, liebender Gott, für Hannah, dass sie deine Liebe stets spürt, dass Menschen da sind, die ihren Glauben stärken, dass sie offen ist für deine Botschaft, dass sie deinen Segen spürt und ein Segen für andere Menschen sein kann. Wir bitten dich, sanfter Gott, für Hannah, dass sie viel Liebe und Geborgenheit durch die Menschen erfährt, denen sie vertrauen kann und die immer für sie da sind. Und dass in ihr Vertrauen wachsen kann und dass sie lieben lernt von ganzem Herzen. Wir bitten dich, lieber Gott, für die Eltern Judith und Dennis, gib ihnen Kraft und Geduld, dass sie für Hannah da sein können, wann immer sie sie braucht. Schenke ihnen viele wunderbare Momente mit Hannah und gib ihnen die Ruhe, diese Momente zu genießen. Wir bitten dich, guter Gott, für die Fahrten Anna, Sabrina, Lisa und Jan. Lass sie zu liebevollen und hilfsreichen Begleitern für Hannah werden. Gib, dass sie den Kontakt zu ihrem Patenkind nie verlieren und dass diese Beziehung ihr Leben bereichert. Wir bitten dich, lieber Gott, für uns alle, die heute das Fest der Aufnahme in die Gemeinschaft der Kirche mitfeiern und für die Gemeinde, in die Hannah heute aufgenommen wird. Wir bitten dich, freundlicher Gott, für alle, die heute gerne bei uns wären. Schenke ihnen und allen unseren Verstorbenen Geborgenheit und Heimat bei dir. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns die Beziehungen in besonderer Weise heute wieder durch die Predigt in den Mittelpunkt gerückt hast. Lass uns daran arbeiten. Wir bitten dich auch für alle Kranken und Alten in unserer Gemeinde. Sei du ihnen besonders nahe. Tröste die Trauernden, sei bei denen, die besondere Probleme haben. Wir gedenken heute auch des verstorbenen Gemeindemitgliedes, Herrn Stefan Reh, der im Alter von nur 58 Jahren von Gott aus diesem irdischen Leben abberufen wurde in die Ewigkeit. Trost fanden wir bei der Trauerfeier in dem Psalmwort aus Psalm 23,1. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Danke für sein Leben und was er uns bedeuten durfte. Danke für die Hoffnung der Auferstehung in Jesus Christus, die nun seinen Angehörigen und uns Trost sein darf. Herr, dir vertrauen wir uns an und freuen uns auf den Tag der Begegnung mit dir in der Ewigkeit. Und alles, was uns ganz persönlich bewegt, bringen wir nun in einem Moment der Stille vor den Herrn. Herr, wir bitten, höre du unser Gebet. Und gemeinsam lasst uns beten mit den Worten, die Jesus seinen Jüngern gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir nehmen bitte wieder Platz. Thank you.
Der Gemeinde ist noch Folgendes bekannt zu geben. Die Kollekte unseres heutigen Gottesdienstes ist bestimmt für die Stiftung für das Leben, die in Herborn ihren Sitz hat. Gott segne Gebe und Gaben. Folgendes ist noch bekannt zu geben. Wir haben die große Freude, dass die Schule wieder anfängt und damit auch, ja, wenigstens zwei, drei, die sich darüber freuen. Die anderen werden die Freude noch entdecken, aber das macht nichts. Da fängt auch der Konfirmandenunterricht logischerweise wieder an. Herzliche Einladung als kommenden Dienstag, den 27. August, zur üblichen Zeit um 16 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Hirzenhain. Am Mittwoch, den 28. August, findet wieder unser Seniorennachmittag statt. Beginn ist um 14.30 Uhr im evangelischen Vereinshaus. Zum Schluss laden wir noch ganz herzlich ein zu den Gottesdiensten in der kommenden Woche. Am Dienstag, den 27. August, findet der Einschulungsgottesdienst statt für die neuen Erstklässler. Pfarrer Michael Brück wird ihn halten. Er beginnt um 9 Uhr bei hoffentlich gutem Wetter im Simmersbacher Pfarrgarten. Bitte Sitzgelegenheiten mitbringen. Bei schlechtem Wetter findet der Einschulungsgottesdienst in den Räumlichkeiten der FEG Simmersbach statt. Am kommenden Sonntag, den 1. September, feiern wir um 10 Uhr einen gemeinsamen Gottesdienst mit der Einführung der Vorkonfirmandinnen und Vorkonfirmanden aus Simmersbach und Hirzenhain sowie die Taufe von Johann Baum. Der Gottesdienst findet in der evangelischen Kirche Hirzenhain-Dorf statt. Die Leitung und Predigt hat auch hier Pfarrer Michael Brück. Im Anschluss gibt es ein Kirchencafé im Gemeindehaus nebendran. Zum Gottesdienst bieten wir Mitfahrgelegenheiten an, ab 9.40 Uhr hier am Parkplatz vom DGH. Wer dort steht, wird mitgenommen. Nun lassen Sie uns das letzte gemeinsame Lied als Segenslied singen, 590, Herr, wir bitten, komm und segne uns. Thank you.
Wenn wir nun in die kommende Woche gehen, so gehen wir nicht alleine. Gott begleitet uns durch sein Wort, er stärkt uns mit der frohen Botschaft von Jesus Christus und er ermutigt uns zu hoffnungsvollen Taten der Nächstenliebe durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wir erheben uns und bitten um den Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke und erhalte dir seinen Frieden. Amen. Wir nehmen bitte noch einmal Platz und hören auf das Orgelnachspiel. Liebe Gemeinde, wünsche ich Ihnen einen gesegneten Sonntag, ein herzliches Gott befohlen und auf Wiedersehen.